Sag mal guten Morgen um 13 Uhr. Guten Morgen um 13 Uhr. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir das Busticket kaufen, weil wir irgendwie alle Busse nach Osaka verplant haben. Ja. Dann machen wir das jetzt mal und vielleicht noch was essen. Es ist immer gut. Um 13 Uhr. Ja. Los geht's! So, wir sind jetzt gerade. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? In welchem Distrikt? Wir sind Central Station. Central Station, da ist alles überteuert und wir wollen jetzt was essen gehen. Deswegen fahren wir woanders hin. Shibuya. Und wir wollten uns eigentlich ein Busticket kaufen. Rechts? Rechts? Da. Wir wollten uns eigentlich ein Busticket kaufen, um nach Osaka zu kommen. Und jetzt sind wir verpeilt, die Busse zu buchen. Und jetzt stehen wir alle da und das ist auch teuer und es ist kein Bus mehr frei. Und vielleicht fliegen wir, aber dann haben wir zu viel Gepäck. Oder fahren doch am Tag und müssen uns noch ein Hotel buchen oder verkaufen unseren Körper. Irgendwas. Ja, ihr werdet sehen, wir halten euch auf dem Laufenden, was wir machen. Und jetzt gehen wir wieder was essen. Und heute früh hatten wir ein ganz gutes Frühstück eigentlich. Mhm. Ja, so richtig, so sogar europäisch schon was. Wir sind jetzt in Shibuya angekommen und hier ist so viel los. Heute ist auch Sonntag und wenn man rausschaut, ist es so fucking viel los. Ich hoffe, wir verlieren uns nicht, aber richtig geil. Also es ist halt wirklich auch überall Reklame etc. Ich zeige noch ein, zwei Aufnahmen und dann schauen wir mal. Ja, hier ist dann im Normalfall. Wartet man immer auf seine Dates. Oh Gott, es ist so viel los, ich schwöre. Und hier vorne ist auch gleich der Hachiko, sehen wir den mal. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Und gerade ist ein LKW vorbeigefahren. Ein Fairytale-LKW. Sau geil. Oh mein Gott, es ist einfach so fucking viel los, hey, ne? Das ist heftig. So und ich höre schon die Anime-Soundtracks hier. Wobei das hier nichts anderes ist als Chartmusik auch gleichzeitig. Und die kommen sogar raus, wenn du vor dem Automaten stehst, wo du dein Essen kaufst, damit du dich reinhocken kannst dann drin. Und die kommen raus, um dir zu helfen, dass du auch wirklich was bestellen kannst. Das ist so super lieb einfach. So geil. Und jetzt essen wir erstmal Ramen. Okay, dann muss ich nochmal anfangen, wenn es Kamerad nicht aufgenommen hat. Ne? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall nach dem Essen hier in Shibuya und da ist auf jeden Fall viel mehr los. Hier sind alle laut, alle geschminkt, hier ist die richtige Jugend zu Hause. Hier gibt es Shisha-Bars und normale Bars und ja, wir werden uns hier mal noch ein bisschen aufhalten bis heute Abend. Und alles Mögliche zu essen. Ja, Mann, eskaliert. Ich würde ein Foto mit dir machen, glaube ich. Ja, klar, gerne. Oder Übersetzer, ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. No, sorry. Okay, es gibt hier sogar in Shibuya auch Bettler. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Dann müssen wir mal auf unsere Sachen jetzt aufpacken. Aber höflich. Wie? Aber höflich. Aber und mit Übersetzer auf das neue Smartphone. Genau. Übersetzer auf dein iPhone. Es ist einfach so krass, was hier für Werbe-LKWs rumfahren. Einfach so. Als Werbung für die Staffel 2. Da oben Trickster. Für Duel Links. Oh, gleich 3. Duel Links, das neue Spiel. Hier fahren einfach die LKWs damit rum. So krass einfach. So krass. Boah, Leute, hier ist ein Lawson, also es sind hier so die normalen Shops, sag ich mal. Und da gibt es auch die 30 Jahre Dragon Quest Anniversary. Ist alles drin so ausgerichtet, das ist so geil.
Ist einfach so geil. Ja, wir waren jetzt übrigens, haben jetzt doch noch Fett eingekauft. Und jetzt gehen wir noch ein Bierchen trinken. Und dann war es das für heute Abend. We're searching for a bar. Just for a bar. Drink one cocktail or something like that. Danke, dass ihr euch hier aufgeopfert habt, mit mir noch in eine Bar zu gehen. Also für so ein Regular Libre geht schon, ne? Kann man machen. Schon klar, wir sind ja im Urlaub, ne? Also wir sind jetzt in der Bar und ja, damit verabschieden wir uns, glaube ich, mal von dem Tag. Denn heute ist dann nur noch schlafen. Und morgen geht's weiter. Mal gucken, wie wir alle nach Osaka kommen. Ist immer noch so nicht so ganz safe, ne? Ich hatte jetzt für 90 Euro ein Hotel gebucht für heute. Du bist nochmal bei uns. Und morgen müsst ihr gucken, wie ihr nach Osaka kommt und wir dann übermorgen. Mal gucken, ob wir uns wieder treffen. Das ist der perfekte Abschied für das Video. Verabschiedet euch schon mal von den beiden. Die werden wir nicht mehr wiedersehen in diesem Urlaub. Also, Prost und macht's gut. Kampai. Kampai und goodbye.